Hallo Leute, da sind wir wieder zu Mario Party. Ich bin Kaito, an meiner Seite ist... Die Menze, ich habe nur 3 Menzen verloren bei dem Pflanzenspiel, weil ich keine 5 mehr hatte. Tja, so gut. Schief weil ich zu Bowser im letzten Part gegangen bin, wo ich da gar nicht hin wollte. 5 Münzen bezahlt, dann nochmal 5 Münzen. Du hättest auch was wählen können, ne? Ja, ich dachte, das wäre die Kanone. Ich habe nicht mal an den Shy Guy gedacht. Naja. Einzige Möglichkeit, um zu Bowser zu kommen, ne? Ach so. Wenn du dem Geld gibst. Es ist halt dafür da, wenn da halt der Stern erscheint, zum Beispiel, so, ne? Muss ja dahin. Ja, genau, Wario. Wario auf Schwert, nicht geschafft. Was na, sagtest gut. Du? Computer schieden? Hab ich nicht wohl gemerkt. Ne, das kommt noch, WhatsApp. Er kommt gleich noch 15 Mal zum Geist und klaut halt uns allen die Sterne, die wir dann schon haben bis dahin. Bei mir kann er nichts klauen. Weder Münzen noch Sterne. Ja, bis dahin, bis wir dann welche haben. Ja, aber weder noch. Der kann bei mir gar nichts stehlen. So, Donkey Kong, dann springen wir. Ich flieg jetzt weiter. Kommst du wieder zu mir? So, jetzt werde ich diesmal nicht so bauen. Was ist eigentlich? Kann ich da überhaupt jetzt hin? Ich gehe umsonst dahin, gehe ich mal von aus. Ich kann gar nichts machen. Das hat sogar 10 Münzen gekostet. Ja. Alter, Schwede. Ich habe nur 5, nein. Aber wenigstens verlierst du jetzt keine Münzen auf den Bonusfeldern. Nee. Ja, okay. So, in die Kanone bitte. Ja. Tschüss. Du fliegst gleich weiter. Natürlich, das ist alles kalkuliert. Ja. Hast du mal genug Geld für ja, Stern? Ja, 30 habe ich. Da musst du aber jetzt auch den Rest im Feld treffen, ne? Und darfst nicht vor dem Stern. Scheiße. Ja, geht nicht mehr. Ja, egal. Fliege ich nochmal weiter. Ja, das ist halt das Tor. Da musst du auch noch genau davor, ne? Ja. Oh, nochmal ein Einzel-Minispiel kommst du jetzt. Ja, ich will Münzen haben. Da war geplant. Ich hoffe Pedalenpower. Da musst du ja nicht so drehen. Ja. Ich weiß, kennen wir ja. Ja, aber das hat man noch nicht. Tanze Limbo, das ist cool. Venu enttäuscht mich. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, musst du ja lesen. Hä? Warte mal. Nach hinten lehnen und vorwärts bewegen. Genau, okay. Muss aber tief genug runter, ne? Wie kann ich denn bewegen mit meinem Nur A kannst du. Ich kann nur A drücken. Ja, ne? Nur A. Und dann bewegt sich automatisch vor. Okay. Und du kannst, darfst aber nicht zu tief. Ne? Wenn du viel A drückst, dann verlierst du dein Gleichgewicht. Ne? Okay. Kommt halt so ein Schlittern. Ja, muss gehen. Ah. Ach so. Du musst halt noch tief genug runter, ne? Die roten, gelbe Mitte, blaues hoch und rot. Kommst du wieder hoch? Ja, wenn du nicht mehr A drückst. Nee, ich muss B drücken, um wieder hochzukommen. Hast du gar nichts, stammt davon gar nichts. Das ist aber auch der letzte Nein, Scheiße. Du musst nicht B drücken. Einfach, der geht auf alleine hoch. Darfst du Nein, hat er nicht? Doch. Hat er nicht. Der geht von alleine hoch. Ich hab doch B gedrückt, damit er hochging. Ja, das war ein Zufall, aber der geht auch von alleine hoch. Ist egal, ich kenne das Spiel. Ich hab keine Münze verloren. Und außer, oh, alle gegen dich? Ja, und außerdem, Kirmeskran, ach ja, Scheiße. Und außerdem, kann ja nur gewinnen. Ich muss, glaube ich, A drücken, ne? Genau. Ja. Aber dann lohnt sich auch mehr, die Schatztruhen zu holen. Außer wenn du zu tief bist, ist das ja auch doof, ne? Deswegen. Mhm. Hast du ja gesehen, geht ja nicht. So, dann wie immer. Ja, ist klar. Das wird dir nicht gelingen, Freundchen. Weil du einfach zu schlecht bist. Ja, sag ich doch. Du gönnst mir auch noch immer eine Münze. Nein, tu ich auch nicht. Du hast mich zu oft beschissen bei dem Spiel hier. Naja. Ich dachte, dein A-Knopf geht nicht. Nein, mein Dingens hier geht nicht. Alle anderen Knöpfe funktionieren prima. Ja, jetzt geht wieder der fette Mario in die Kanone. Dass sie in der Kanone nicht stecken bleibt. Ja, natürlich. Und der Gegner landet natürlich da, wo er direkt weitergehen kann, ohne auf irgendwelche Minusfelder zu kommen. Hm. Und du sagst mir, die Gegner cheaten nicht. Ja, beim schiefen Turm hat er verkackt gerade. Ja, nur um davon abzulenken, dass er eigentlich die Rest des Zeit schummelt. Okay. Ist so einprogrammiert.
Wie gesagt, bei Bowser kommst du halt nur, wenn du Schallgeiler Münzen bezahlst, ne? Ja, ja, ich hab's gesehen. Sonst kommst du da nicht mehr hin. Ich will da auch nicht hin, wenn da kein Stern ist. Ja. Ah, ich gehe ja weiter mit 0 Münzen und 0 Sternen. Tja, ist selber schuld. Hättest du mal vorgelesen, was da stand. Du hättest auch jemanden dahin bringen können, ne? Zu dir bringen können. Ja, ich kriege übrigens 10 Münzen. Gleich, wenn ich an Koopa vorbeikomme, weißt du? Ach so, Ziel. Ja. Peach. Ja, der Start ist da ja. Ziel gibt's da theoretisch nicht, nur wenn die 20 Runden vorbei sind. So, ich laufe mal weiter. Ich muss ja in die nächste Stage. Ja, und dann muss er aber wieder treffen, ne? Oh, das ist er. Scheiße. Ja, hol mich doch daher. Um mich dann. Was bringt mir das denn? Ja, dann kannst du mal, dass ich dann nicht von Koopa dann. Dass gar ich dann nicht. Keine Münzen kriege von Koopa. Ich will doch kein Geld bezahlen. Piss dich, Scheigei. Ich muss jetzt sowieso gleich wieder blechen, bestimmt. Ja, und. Scheiß, ja, jetzt komm mal hier, der Bowser-Umbruch. Rede dein Schicksal. Jetzt kann der Bowser-Umbruch kommen. Gibt's da gar nicht, ne? Bowser ist dann das, was du immer so schlecht bist, da mit dem A und Z drin. Allerdings sind die Regeln eigentlich wenig anders als sonst. Die Verlierer zahlen mir jeweils 20 Münzen. Ja, ich Münzen. Kann ja nichts bezahlen, 3 Münzen nur. Na, scheiße. Das ist doch das, wo du so schlecht bist, weißt du noch? Och nee, nicht schon wieder diese Kacke. Was man überhaupt nicht steuern kann. Das ist das letzte Scheißspiel. Ja, du verlierst 20 Münzen, wenn du verlierst. Ja, also ich verliere mit Sicherheit 20 Münzen. Alter, wie könnt ihr das so schnell machen? Das ist nicht möglich. Wie ist das möglich? Ich verliere sowieso nicht. 3 Münzen. Oh, flieg doch die Henne. Du da hinten. Spiel das letzte Scheiß. Aber er ja. Gewinnt keine Münzen. Nee, aber ich verliere nur 3. Das spielt zwar eh keine Rolle, oder? Ich hab eh genug Münzen. Ja, ich will den Stern immer noch leisten. Ja, wie wieder 0 Münzen, 0 Sterne. Pech, ja. Ne? Na toll, und wieder alle gegen mich. Schon wieder so ein Scheiß. Ja, da müssen wir dich ja abballern. Du musst auf so ein Seil. Na ja, toll, das heißt, ich muss wieder mit so einem Kackding hier steuern. Hier. Ja, genau, ich muss mich bewegen mit dem Ding. Hier A schießen. Genau, dann musst du auf den Wind achten, musst dich ja nur bewegen, ne? Gleich können. Ja, genau. Ist ja nicht so, als wäre das unmöglich, wenn 3 Stück auf dich schießen. Oh, fliegst du nicht sofort runter? Ah, fuck doch! Ja, normal, ich hab dich kaum irgendwas getroffen. Nee, war Wario. Du kannst jetzt nicht sagen, ich hab was gemacht, ich hab da nicht. Oh, fick die Henne. 15, ernsthaft? Ich dachte, die kommen ja, wir sind beide Zweiter oder zu dritt. Wir sind alle drei Zweiter, nur Wario hat gewonnen. Ja, nicht mein Letzter. Ja, das wird sich bald ändern wieder. Findest du? Ich hasse diese Mario Party 1, die ist so der letzte Scheiß. Ich hätte das Spiel sofort verbrannt. Oder bist du mal so verkauft, hätte ich doch schon nicht. Das ist damals das noch, ist bei den späteren ja alles besser. Als es noch damals jemand gekauft hätte. Er kann sich auch nichts leisten. Was ist denn Fragezeichen? Ja, jetzt nicht passiert nicht. Irgendwas. Ach so, die ändern jetzt die Richtungen. Fliegen so. Die woanders hin. Fliegen jetzt anders herum, weißt du? Mhm. Die Kanonen haben ihre Ziele verändert. Yeah! Nicht mehr Letzter. Naja. Jetzt nicht mehr, weil du jetzt Punkte kriegst wieder. Aber du glaube ich auch nicht, ne? Nein, nee, ach so, weil Mario auf den grünen Fels gekommen ist, ne? Ich muss hier weg. Ach, Gott sei Dank. Ja, alle gegen alle. Ja, Reise nach Top City, das ist halt, ne? Ich reise nach Jerusalem. Ja, genau. Haben sie ja, nur den Markennamen nicht leisten können, deswegen oder? Ja, aber er passt auch besser zu Mario Tot City, oder? Ja, stimmt schon. Sobald die Musik aufhört, können wir in die Mitte stürmen, ne? Ja, genau. Wer erst die Truhe erwischt, der hat da gewonnen.
Du bist übrigens Mario, ne? Also ich bin Peach. Ach scheiße, ich wollte dich in die Pfanne locken. Ach, fuck. Ja! Yeah! Ich hab's auch verdient. Was ist ein Scheiß verdient? Ich war ein ganzer Letzter, hab Bowser aus Versehen dann noch Geld alles gegeben, schon scheißegal, bin aus dem Bowser geflogen. Ja, du hättest mal den Text lesen sollen. Hättest auch gar nichts wählen können, hättest du gar kein Geld ausgegeben und wärst einfach nur weitergegangen. Ja, ich hätte dich da hingebracht. Ja, hättest du. Ach, das ist, glaube ich, praktisch, wenn der andere vorm Stern steht und du willst ja, dann ja, weggehen, genau. Ne? Mhm. Dann machst du, er soll zu dir kommen oder so, ne? Ja, genau. Oh, erster. Vom 4. auf den 1. Denk dran, bei Mario Party endet sich das so schnell. Ja. Du kannst nur mit den Ohren schlackern. Exakt. Ja, mit den Ohren schlackern. Ich hab's gesagt. Hm. Dieser scheiß schwarze Rand hier. Was für ein schwarzer Rand? Ja, auf dem Bildschirm hier von uns. Ist da ein schwarzer Rand? Ja, ist dein Fernseher, ne? Ich mag hier ohne das Fernseher, die Ausbeugung. Du meinst mein wunderschönen LG-Fernseher? Ey, keine Schleichwerbung, erst wenn wir uns bezahlen. Ja. Ich bin auf der anderen Seite von dir, ne? Das weißt du schon. Ich stehe dir quasi gegenüber. Du bist doch ein Bastard. Das bringt dir eigentlich gar nichts. Ja, ich war auf derselben Insel. Ja, mit dir. Aber ich will mir mal quatschen. Hi, Kaito. Und ich ziehe jetzt direkt weiter. Dann kannst du mich ja auch bringen. Ah, nee, kostet sogar 10 Münzen, ne? Na, ich mach gar nichts. Aber kostet sowieso, kannst sowieso nichts machen, ne? Ja, ich hätte auch nichts gemacht, als wenn ich das Geld gehabt hätte. Was soll ich denn damit? Jetzt habt ihr es mal gesehen, wie Kaito zu mir gekommen ist. Das war alles geplant von mir. Dass wir beide in einem Team sind. Deswegen wollte ich auch, dass du zu mir kommst. Bumsketball. Okay, dann lauf mal vor mit deinem Ball. Ja, wenn wir den Ball haben. Ja, wahrscheinlich schon. Wir haben die wenigsten. Nee. Ach, scheiße. Müssen wir erst... erst Mario mit oder Ball Mario den Ball stehlen mit B, ne? Ja, ja, ich weiß. Und A ist nach... passen und im Sprung, ne? Nee, B ist passen. Ja, ja. Nein, A ist passen. Ball, hier rüber! Oh. Frei. Tu doch was, tu doch was, tu doch was! Ich kann ihn nicht aufhalten hier! Ach, daneben! Nein! Daneben? Hä? Ist er gleich normal hochgesprungen? Ja! Also, Kackspiel. Im Grunde sind alle diese Spiele Kacke, weil das ganze Spiel Kacke ist! Alles Kaito Schuld! Nein, deine Schuld, weil du mich so weit zurückgeworfen hast, du Pisser! Du hättest den Ball schnappen sollen, da hättest du mir abpassen sollen. Ich weiß nicht, wie passen geht. Ja, B! Ja, hat nicht funktioniert. Ich habe B gedrückt und hatte Wario ihn schon wieder. Du musst aber zu mir gucken. Ja, dann lauf nicht weg. Du ich wollte schon mal zum Korb laufen. Hör auf, dich zu beschweren. Schon wieder Letzter? Nee. Nein, ich bin Letzter. 0 Sterne, 0 Münzen. Mit deiner fiesen Trageaktion da vorhin. Was denn? Weil du mich zu dir geholt hast. Ja, aber das ist alles nicht passiert. Ich hab doch 10 Münzen bezahlt. Ja, aber weil ich auf das scheiß Feld da gekommen bin und deswegen so viele Münzen verloren habe. 3 Münzen, ne? Sonst wäre ich da gar nicht hingekommen. Ja, kannst du mir jetzt gleich Münzen stehlen. Ja, genau, das mache ich jetzt auch. Was soll ich machen? Das mache ich nicht bei dir. Oh, hä? Nicht? Ich nicht. Du hast nur 8 Münzen. Was soll ich denn damit? Das bisschen. 6, 7, 8, 9. Oh, hast du mal 9 gekriegt. Ja, siehst du? Mir hättest du keine 9 bekommen. Ja. So. Dann müssen wir jetzt beenden. Genau. Sonst wird es zu knapp. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai Schulz. Und euer Demenz. Ciao.